Guten Morgen, herzlich willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Markthaus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben Freitag, den 26.09.2014, es ist 9.22 Uhr, ganz genau. Von der Nachrichtenseite erwartet uns heute nur um 14.30 Uhr das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal in der endgültigen Berechnung aus den USA. 14.30 Uhr hier sicherlich nochmal einen Blick wert, aber so viel wird da vermutlich nicht mehr passieren, denn es wurden ja schon mehrfache Revisionen vorgenommen, aber man sollte dennoch hier mit leichten Abänderungen nochmal rechnen und diesbezüglich das in seinen Handelsplan heute mit einbeziehen. Ansonsten, der DAX eröffnet heute da, wo er geschlossen hat, nämlich im Bereich von 9.470 Punkten, ist hier technisch gesehen untergeordnet in einem neuen Abwärtstrend. Wir sind zwar jetzt an der projizierten Trendkanallinie hier und am 50er Retracement, das bedeutet, dass wir uns heute, also wenn Stabilisierungen eintreten, dann gehen die maximal bis in den Bereich von 9.533, maximal vielleicht hier sogar noch in der Ausdehnung bis 9.650. Aber momentan sieht es eher danach aus, als ob wir die unteren Kursziele abarbeiten. Im Bereich von 9.373 bis 9.170 Punkte sind jetzt die Short-Ziele erstmal hier auf der unteren Seite vorhanden. Auch der S&P hat hier unter der wichtigen Tages-EMA 55 geschlossen, hat auch ein neues Wochentief im Übrigen gemacht, ist unter das Wochentief der letzten Woche gefallen. Das lag bei 1.971 Punkten. Vermutlich sehen wir jetzt eine Korrekturausdehnung bis in den Bereich hier der EMAs. Wochen-EMA 20 liegt da, Tages-EMA 100. Das ist dann auch letztendlich hier das nächste Kursziel, 1.954 Punkte. Geht es darunter, erwartet uns vermutlich dann die Ausdehnung bis in den Bereich von 1.937 Punkten. Der Nasdaq aktuell noch leicht unterstützt, pendelt hier am Vorwochentief und am Vortagestief. Noch ist er gut unterstützt, das heißt, für einen weiteren bärischen Verlauf müsste er hier diese Trendlinie wirklich auch dann bärisch brechen mit einer deutlichen Durchbruchskerze. Das heißt, noch ist er hier an der Unterstützung, aber die amerikanischen Indizes sind halt dementsprechend schwach, was dieses Setup qualitativ natürlich ein wenig mindert. Der Euro-US-Dollar pendelt zwischen zwei wichtigen Marken, werfen wir da mal einen Blick kurz drauf. Zum einen hat er ja gestern ein neues Jahrestief gemacht. Das Vortagestief, also das gestrige Tagestief, lag bei 1,2696. Er hat jetzt für den heutigen Verlauf zwei Unterstützungen, für den kurzfristigen, das ist natürlich das gestrige Tief, und das ist die Marke von 1,2647. Der Trend ist völlig intakt short, aber nichtsdestotrotz sollte man zunehmend vorsichtiger sein, denn ich habe Ihnen heute mal den US-Dollar-Index mitgebracht. Sicherlich, der ist long. Und vor allem hat er auch hier die 85er-Marke durchgeschossen. Das ist ein durchaus sehr bullisches Zeichen. Man darf halt nur nicht vergessen, dass die letzte Bewegung, die wir hier gesehen haben, ich zeichne sie mal grob nach, schon sehr reif ist. Das heißt, wir sind ausgehend von 80, 85, mittlerweile jetzt fast 5 Punkte glatt durchgestiegen. Und diese Distanz, die macht im Prinzip hier das Ganze ein wenig schwierig, denn das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur. Und das wiederum würde bedeuten, dass der Euro-US-Dollar hier ein leichtes Aufwärtsmomentum bekommt. Wie gesagt, noch ist dieser Trend, die Bewegung völlig intakt und der abwärtsgeordnete oder abwärtsgerichtete Trend im Euro-US-Dollar ebenfalls. Aber aufgrund der Ausdehnung sollte man, wie gesagt, wenn man shortet, eng gestoppt shorten, da Gegenbewegungen zunehmend wahrscheinlicher werden. Eine Bodenbildung, das wurden wir häufig gefragt, wird vermutlich erst dann eintreten, zumindest temporär, wenn wir über die 1,2844er Marke ansteigen können. Dann haben wir erstmal Platz bis 1,29 oder sogar 1,30. Aber das ist, wie gesagt, hier mindestens die zwingende Bedingung, dass es hier letztendlich aufwärts gehen kann, damit er überhaupt hier Aufwärtsimpuls entwickeln kann. Weil wir müssen ja auch irgendwo gucken, irgendwo muss ja die Bewegung herkommen. Das heißt, es müssen irgendwo letztendlich Punkte entstehen, die Bewegung versprechen. Und das ist maßgeblich hier die 1,2844. Kurzfristig könnte es eventuell nochmal leicht bullischer werden über der 1,2742er Marke. 1,2772, Entschuldigung. So ist es richtig. Aber ansonsten abwarten auf Bodenbildung. Auch der australische Dollar, US-Dollar stark überdehnt. Wenn man sich das hier mal auf dem Tageschart anguckt, dann ist das ja im Prinzip einfach nur senkrecht nach unten. Schon 620 Pips. Das alleine macht
keine Trendwende aus, nur weil er eine bestimmte Anzahl an Pips gefallen ist. Vermutlich läuft er noch bis hier die 0,8686 an, aber wenn man hier Umkehrsignale sucht, dann erst hier unten in diesem Bereich. Ansonsten untergeordnet, wer Longpositionen hier sucht, momentan, wie gesagt, keinen Grund dazu. Er müsste hier das Marktmuster umkehren, dann wären wir auch bereit zu kaufen, aber noch ist er hier weiterhin abwärts gerichtet. NZD US-Dollar, auch da nochmal der Hinweis, wichtige EMAs durchschossen, das heißt Erholungstendenzen, die heute eintreten, vermutlich nur bis in den Bereich von 0,80, maximal 0,8050, denn da liegen zwei hochbeachtete EMAs, zum einen natürlich die Monats-50er, die Wochen-200er EMA. Und das sind natürlich erstmal Bastionen, die er erstmal wieder zurückerobern muss. Bullische Tendenzen vermutlich hier über 0,81. Kanadisch Dollar, Japanisch Yen, Setup ist aktiv. Wir hatten gesagt, die erste Position im Bereich des letzten Hochs, das war hier die 97,50, 97,60er Marke. Das heißt, das Setup ist jetzt, das ist jetzt schon, wie gesagt, im Markt. Aber worauf ich hinaus will, unabhängig von dem Pullback, dass wir hier nochmal kurz gucken auf den Wochenchart, wenn wir nämlich diese Trendlinie benutzen auf Kerzenbasis, dann können wir natürlich auch nochmal schnell einen Blick drauf werfen, wie sich der Chart oder die Trendlinie zeigt, wenn wir Linienchart benutzen. Und da haben wir durchaus noch ein bisschen Platz, das heißt, das Setup wird weit gestoppt und er hat durchaus noch Platz, aber jetzt wird es so langsam interessant für die Long Trades, die hier die neue Bewegung aufnehmen sollen. Bisschen wenig korrigiert aktuell, nur 200 Pips für den Anstieg von 660 ist das nicht allzu viel. Das ist gerade mal hier das 23,6er Retracement, also bis zum 38,2er muss man schon einplanen, locker, dass er machen kann, dass er es machen kann. Aber ansonsten sieht der Chart eigentlich gar nicht so verkehrt aus. US-Dollar, Japanisch Yen wurden auch noch nachgefragt. Aktuell hier an der Trendlinie, momentan seitwärts gerichtet. Und da gehen wir mal hier auf den Chart und da sagen wir, okay, Vorsicht ist momentan geboten, da wir konsolidieren. Man kann hier wahrscheinlich eine Long-Position nochmal eng gestoppt in den Markt legen. Wenn wir hier dieses Momentum hoch von 109,41 brechen sollten, alternativ wäre natürlich auch, weil Shorten ist jetzt momentan so ein Punkt, das ist relativ für meine Verhältnisse tückisch. Was man natürlich auch noch machen kann, ist im Prinzip abwarten, bis wir hier noch eine etwas tiefere Konsolidierung sehen, um sich dann hier in der Konsolidierung einzukaufen. Aber in der jetzigen Situation sind wir hier aktuell seitwärts konsolidierend im übergeordneten bullischen Trend und dort befinden wir uns gerade in der Bewegung, die schon relativ weit ausgedehnt ist. Wenn man es auf dem Tageschart betrachtet, wäre sogar eine Korrektur gesund oder ideal bis in den Bereich von 105,63. Das heißt, die drei wichtigen Marken im US-Dollar würde ich wie folgt klassifizieren. Die 105,57, die 107,43 und die 109,50er Marke. Yen pro US-Dollar. Das sind so die wichtigen Marken, die ich hier klassifizieren würde. Das war es von meiner Stelle aus. Wir hören uns natürlich heute Abend wieder. Bis dahin bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, sage Good Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.